So, herzlich willkommen zu den heutigen Webinaren mit dem unglaublichen Wahnsinn. Und zwar eben geht es hier um das ganze Thema der sogenannten Vorlagenanpassung. Das bedeutet, das haben wir ja letztes Mal schon festgestellt, dass bei diesen Grundlagen für diese Vorlagenanpassung, dass wir viele verschiedene Schriftwerke hier erstellen können. Und die Schriftwerke, die wir hier erstellen können, können wir dann später eben, in einem machen wir eben separates Seminar eben nochmal, indem ich das dann zeige, wie man dann eben einen Serienbrief erstellt, wie man dann eine Mitgliederliste erstellt, wie man einen Mitgliederbrief erstellt, aber eben dann wirklich dieses Ausführen dieses Serienbriefs beispielsweise. Das heißt also, wir schauen uns jetzt mal heute an, wie man jetzt beispielsweise ein Briefpapier erstellt und wie man dieses erstellte Briefpapier dann später eben auch in eine Serienbriefvorlage zum Beispiel einbindet. Oder wenn man will, auch eine Rechnung oder sonst irgendwas. Ja, zuallererst mal, wo finden wir dieses Standardbriefpapier? Wir finden dieses Briefpapier in den sogenannten, also unter Kommunikation Vorlagen, also eben hier unter Kommunikation und dann hier unter Vorlagen finden wir das Briefpapier, also als dritte Zeile von oben, NetXP-freien Briefpapier. Der Vorteil von einem Briefpapier liegt auf der Hand. Egal, was ich meistens im Verein schreibe, ich drucke immer alles auf Briefpapier. Das heißt also, egal ob ich jetzt einen Serienbrief schreibe oder Rechnungen oder einen Mitgliederbrief oder irgendwelche anderen Sachen, wird also meistens dann das Ganze oder ein Serienbrief für die Lieferanten. Es wird also meistens eben immer auf Schriftwerke erstellt, die eben auf alle Fälle immer das Logo enthalten sollen und unten vor allen Dingen die Fußzeile. Jetzt ist es bei Vereinen üblich, dass sich ständig irgendwas, also spätestens alle 2 Jahre meistens, in der Vorstandschaft etwas ändert. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel dann irgendwann einmal 30 verschiedene Vorlagen da drinnen habe, Serienbriefvorlagen oder Mitgliederbriefvorlagen, und es ändert sich irgendwas bei der Vorstandschaft, dann müsste ich also bei all diesen 30 Vorlagen unten dann diese Fußzeile ändern. Und genau das wollen wir nicht und aus diesem Grund gibt es jetzt eben dieses Briefpapier. Denn das Briefpapier kann als Objekt in ein anderes Objekt eingebunden werden, beispielsweise in einen Serienbrief. Und wenn sich dann im Verein etwas ändert, muss ich dann eben nur noch das Briefpapier ändern und damit habe ich alle auf diesem Briefpapier basierenden Berichte oder Briefe eben dann angepasst. Okay, also wie funktioniert dieses ganze Gedöns hier mit diesem Briefpapier? Funktioniert ganz einfach. Ich wähle dieses Standardbriefpapier aus und klicke unten auf Bearbeiten. So, nun öffnet sich mein Bearbeitungsmodus. Und wie es sich gehört, haben wir jetzt eher auch ganz spezielle Variablen, die nur also innerhalb dieses Briefpapiers funktionieren. Ja, also so schaut jetzt mal eben unser Testbriefpapier aus. Das heißt also, hier oben ist dann der sogenannte Vereinsname. Rechts egal wo, kann man dann eben das Logo setzen. Ich werde das jetzt extra heute mal noch links setzen. Das heißt also, ich nehme dieses Logo jetzt hier raus. Oder wissen Sie was? Ich nehme jetzt einfach mal alles hier raus. So, fangen wir jetzt mal mit einem komplett weißen, leeren Blatt Papier an. Ja, wir wollen also jetzt eben so einen Brief oder ein Briefpapier gestalten. Das bedeutet, ich muss also jetzt erstmal das Logo hier einbinden. Und das Vereinslogo, wenn Sie so eins vorliegen haben, dann wissen Sie es ja, wo es bei Ihnen gespeichert ist. Ich klicke auf alle Fälle hier in diesem vertikalen Menü eben auf dieses kleine Bild hier mit dem Berg und der Sonne drüber. Und wenn ich das angeklickt habe, dann verwandelt sich also mein Mauszeiger innerhalb des Designbereichs eben in ein Fadenkreuz. Ja, und mit diesem Fadenkreuz nun kann ich also jetzt einen Rahmen an diese Stelle ziehen, an die ich dann später eben mein Logo setzen will. Okay? Also, ich ziehe jetzt mal hier an diese Stelle eben einen Rahmen und jetzt kann ich hier meine Bilder auswählen. Sekunde, ich wähle mal hier so ein Testbild aus. Also, ich habe dann hier eben so ein Testlogo. Und dieses Testlogo, das will ich jetzt in dieses Projekt hochladen, also dass das dann später eben auch von meinen Vorstandskollegen mitverwaltet oder mitverwaltet werden kann. Und aus diesem Grund klicke ich also hier unten jetzt an, Bilddaten im Projektdatei speichern und klicke dann schlussendlich auf Öffnen. So, jetzt ist dieses Logo hier in diesem Briefpapier abgelegt. Es fällt mir gerade ein, dass das natürlich zu groß ist. Also ich mache das jetzt eventuell etwas kleiner. Standardmäßig, und das könnte man hier in diesen Eigenschaften einstellen,
ist standardmäßig eingestellt bei diesem Objekt. Sie sehen, egal wo ich hinklicke, es ändert sich immer die entsprechenden Eigenschaften. Und bei diesen Eigenschaften des Bildobjekts ist automatisch angehakt, Proportionen erhalten ja. Und zwar bedeutet das, ich kann das also nur proportional größer oder kleiner machen. Und das ist eben ganz gut, denn ja, wir wollen es ja nicht verzerren. So, jetzt habe ich also mein Bild hier oben gesetzt und mir gefällt das jetzt auch ganz gut. Also ich will das jetzt so lassen. So, habe ich also jetzt hier oben links mein Vereinslogo. Ist ja alles ganz schön und gut. Wenn ich jetzt das Logo da habe und ich habe eine Vorgabe, dass das Logo genau die Größe x mal y sein soll. Ja, aber dann haben Sie ja dieses Logo hier gespeichert bei sich auf dem PC. Dann hat er das Bild schon die Auflösung, wissen Sie? Ja gut, beispielsweise wir haben beschlossen bei uns im Verein, dass alle Bilddateien grundsätzlich größer hergestellt werden, ja, damit sie, wenn sie kleiner gemacht werden, auch noch die vernünftige Auflösung haben oder auch eben nur im Maximumfall diese Bilddateigröße haben. So, dann sollten Sie jetzt, gibt es da in den Einstellungen irgendwo die Möglichkeit, dass ich gezielt sagen kann, das Bild oder die Grafik soll eine Größe haben von 85 mal 65 Pixel beispielsweise? Nein, wenn Sie so etwas machen wollen, dann nennt sich das Rendern, also runterrechnen, dann müssen Sie eben sich um eine geeignete Software schauen. Da gibt es, also mir fällt jetzt spontan eine ein, die nennt sich IrvanView. Und mit dieser kostenlos erhältlichen Software IrvanView ist es durchaus möglich, diese sehr großen Dateien eben kleiner zu machen. Und es freut mich, dass Sie das ansprechen, denn das ist nämlich ein sehr großes Problem bei uns. Denn wenn Sie natürlich hier so ein riesen JPEG haben, sage ich jetzt mal mit 5 MB, dass das Vereinslogo in Höchstauflösung ist, so dass man es auf einer Lastwagenplane drucken könnte, dann hat es natürlich in so einem späteren Briefpapier nichts verloren. Denn wenn dieses Logo schon 1 MB oder 10 MB groß ist, sage ich jetzt mal, dann wird natürlich jeder Ihrer Briefe auch 10 Megabyte groß sein, schlussendlich. Mhm. Und dann können Sie die nicht mehr per Mail versenden, die sind fast nicht mehr auszudrucken und diese Breite, das sind nur Probleme. Das bedeutet, wenn Sie sich hier eben um eine kostenlose Software wie also dieses IrvanView schauen, Kunde, schaut so aus, dann kommen da, also das ist IrvanView, die Software jetzt, dann kommen Image, hier drinnen immer gibt es also einen Punkt, der nennt sich Resize Resample. Und hier drinnen, Sekunde, ich schaue jetzt mal, ob ich da nicht irgendwie ein Bild öffnen kann. So, Sekunde bitte, ich gucke mal kurz. Logo. Also ich habe jetzt im IrvanView dieses Logo geöffnet und jetzt gibt es also die Möglichkeit, und Sie sehen es, dieser 376 mal 302 Bildpunkte in 24-Bit Farbtiefe. Das heißt also, ich kann also jetzt dieses Bild nehmen und dann hier bei Resize und Resample, also das finden wir hier, da hier kann ich eben dann die neue Breite einstellen, zum Beispiel 250, und jetzt ist dieses Bild eben angepasst viel kleiner. Die Proportionen bleiben erhalten und jetzt speichere ich mir dieses neue Bild ab und kann dann dieses in der Proportion verkleinerte Bild eben hier einbauen. Okay. Das heißt also, wenn ich hier den Rahmen innerhalb von List and Label, so wie das hier heißt, auf Maximum ziehe, dann wird das Bild maximal in der Größe angezeigt, wie es im Original nur groß ist. Nein, nein, also der wird es jetzt sogar vergrößern, aber das passt ja dann nicht. Wissen Sie, das stimmt ja dann nicht mehr. Das wird sogar gestretched. Das würde sogar gestretched werden, ja, und das wollen wir nicht. Also aus diesem Grund, bitte passen Sie es wirklich richtig an und fügen Sie es dann ein. Dann ist gut. Okay. Und die Software kann man auch in Deutsch einstellen. Die Software kann man auch, wenn man will, in Deutsch einstellen. Aber der alte Engländer hat es natürlich in Englisch gesagt. Ja. Okay, alles klar, da war ich Bescheid. Danke. Ich sage es ja nur für die Allgemeinheit. Genau, das stimmt, ja. Okay, super. So, dann schauen wir weiter. Also das war jetzt mal eine Bilddatei, die wir hier eingefügt haben. Und natürlich können wir also hier noch ganz andere Sachen machen, wie zum Beispiel, ich kann also jetzt hier einen formatierten Textrahmen beispielsweise ziehen. Den ziehe ich jetzt eben an der Stelle ungefähr von 5 und 10, also von links her 10 mm und von oben nach unten 5 mm. Und hier kann ich dann verschiedene Variablen verwenden. Und wir wissen das vielleicht noch von der Mitgliederliste. Das heißt, um in dieses Variablenfenster zu gelangen, kann ich also jetzt in diesem formatierten Text hier dieses Feld Wurzel aus Alpha anklicken und dann öffnet sich mein sogenannter Variable oder mein Funktionsexplorer. Und schauen Sie mal, Sie haben hier oben viele Variablen und da gibt es also ganz viele sehr, sehr praktische. Das heißt, ich habe also eine Adressanschrift,
Diese Adressanschrift ist die Adresse des Vereins, die Sie bei der Anmeldung in den NetXP-Verein angegeben haben. Dann die E-Mail-Adresse des jeweiligen Benutzers, der dieses Briefpapier verwendet. Die Benutzer-ID, also der Benutzername des Benutzers. Also die Benutzer-ID ist die Nummer. Der Benutzer-Login ist der Benutzername, dann der ausgeschriebene Nachname des aktuell angemeldeten Benutzers in NetXP-Verein, der Vorname, dann der IV-Antragsort, das gibt man in den Stammdaten ein, also der Antragsort, wo das Vereinsregister sitzt, dann die Vereinsregisternummer, das zuständige Finanzamt, die Vereinsgläubiger-ID, die Vereinssteuernummer, dann der offizielle Vereinsname und die Vereinswebsite. Das kann man also hier verwenden. Ich, in meinem Fall, will jetzt mal hier die Adressanschrift haben und Sie sehen, das schaut schon ganz genauso aus, als ob das also wirklich dann später in dem Brief erscheinen sollte. So, gefällt mir, sag okay. Und jetzt muss ich das natürlich von der Schriftgröße her noch ändern, weil oben in so einem Fenstertext haben wir ja nicht Schriftgröße 12, sondern ungefähr 6 oder vielleicht 7, machen wir jetzt mal 6. Und dann habe ich also hier mein Adressfeld stehen, okay. Und jetzt kann ich natürlich also ganz beliebig hier unten eine Fußzeile anpassen, ebenfalls wieder mit diesem formatierten Text, also auch wieder mit diesem roten A, klicke ich und ziehe mir jetzt hier unten einen Bereich rein. Und jetzt schreibe ich eben rein, Ansprechpartner, mache ich jetzt einfach, mir fällt jetzt nichts Blödes ein, da will ich jetzt zum Beispiel drin haben, den Benutzervornamen. Den kann ich mir, Sie sehen, ich konnte es jetzt hier oben entweder aussuchen und nach unten ziehen, das haben wir letztes Mal schon gemacht, oder wenn mir das nicht gefällt, dann kann ich das einfach zu tippen beginnen und dann schlägt er mir das eben entsprechend vor. Das ist dann eher für die etwas Fortgeschrittenen, sage ich jetzt mal. Also ich will jetzt mal hier den Benutzervornamen, so, dahinter will ich ein Leerzeichen und dann den Benutzernachnamen. So, jetzt habe ich Benutzer, Vorname, Nachname drin. Und jetzt, was wollen wir noch? Die Gläubiger-ID. Gläubiger-ID. Und die wollen wir auch eine Zeile drunter einfügen. Dann wählen wir hier so Gläubiger-ID aus. Genau. So, und so schaut dann das später unten aus. Also ich hätte jetzt den Ansprechpartner hier unten drin. Und je nachdem, mit welchem Benutzer ich später eben ein Dokument basierend auf diesem Briefpapier erstelle, wird dann eben unten das Ganze automatisch geändert. Ich finde, das Ganze sollte Ihnen eine große Hilfe sein, das Ganze noch professioneller zu gestalten, das Ganze. Dass man eben immer sieht, wer jetzt gerade eben hier was schreibt. Wenn wir dieses Briefpapier später verwenden für Rechnungen, der Schatzmeister erstellt die Rechnungen, steht unten automatisch der Schatzmeister als Ansprechpartner drin. Okay? Wenn der Schriftführer einen Serienbrief erstellt, Hauptversammlungseinladung, steht da unten als Ansprechpartner der Schriftführer drin. Wenn der Vorstand irgendwas Wichtiges macht, steht da unten der Vorstand drin. Und genau so sollte das sein. Okay, bis jetzt. Okay, gehen wir mal davon aus, dass das passt. So, jetzt will ich diesen Designer schließen. Und das geht ganz einfach. Sie machen diesen Designer, schließen Sie ganz einfach, indem Sie einfach rechts oben Enter auf das X klicken oder hier auf diese geöffnete Türe klicken. Auf alle Fälle werden Sie später gefragt, ob Sie dieses Design jetzt speichern wollen. Ich klicke jetzt mal auf Ja, denn ich will das natürlich speichern und nicht verwerfen. Und jetzt kann ich einen Namen für das Briefpapier vergeben. Ist klar, zum Beispiel in Mehrspartenvereinen, in denen es zum Beispiel Abteilung Fußball, Tennis, Handball gibt, kann es natürlich durchaus vorkommen, dass jede Abteilung ihr eigenes Briefpapier hat. Richtig? Und das könnte ich also hier eben einstellen, wie das Briefpapier jetzt heißen soll. Ich nenne es jetzt mal Briefpapier allgemein. Ich kann es tippen nicht mehr, ist egal. Briefpapier allgemein. Und übernehmen. Und damit habe ich dieses Briefpapier jetzt erstellt und steht jetzt hier unten. Ist das soweit in Ordnung? Bis jetzt? Genau. So, im zweiten Seminar heute wollen wir einen Serienbrief erstellen. Eine einseitige Serienbriefvorlage. Da werden wir uns das natürlich dann später noch viel genauer anschauen mit diesen ganzen Variablen. Ich will jetzt aber einmal zeigen, wie wir jetzt schon dieses Briefpapier mit dieser Serienbriefvorlage verbinden können.
Und dazu öffne ich jetzt einfach einmal einen Standard leeren NetXP-Verein-Serienbrief. Also ich nehme jetzt mal einen Lieferantenbrief sogar. Ich nehme jetzt extra meinen Lieferantenbrief. Das heißt, ich nehme mir diesen jetzt aus den NetXP-Verein Standardvorlagen und klicke unten auf Bearbeiten. Damit öffnet sich jetzt mein Standardlieferantenbrief. Ich will jetzt aber diese Elemente nicht, denn ich will mit einem leeren Brief beginnen. Das heißt, ich markiere sie alle und lösche die. So, und um jetzt festzulegen, dass dieses Objekt, dass dieser Lieferanten-Serienbrief, den ich hier erstellen will, später mit einem mit einem Briefpapier ausgestattet werden kann, klicke ich jetzt oben auf Projekt, dann auf Bausteine. So, jetzt klicken Sie bitte hier auf einen neuen Baustein, Projektbaustein hinzufügen. Dann wählen Sie in dem Ordner, in dem er hier öffnet, das ist übrigens der Ordner unter C NetXP Verein, also lokaler Datenträger C NetXP Verein, dann ordnen Sie bitte hier diesen oder öffnen Sie hier diesen Unterordner LL. Dann wählen Sie Ihre Vereins-ID aus. Und dann bitte müssen Sie überprüfen, dass hier sicher Etiketten unten drin steht an der Stelle. Und wenn hier Etiketten steht, dann sehen Sie hier ein Briefpapier. Und dieses Briefpapier nehmen Sie und bauen das dann hier ein. Das sieht dann so aus. So, jetzt bin ich mit dem Briefpapier erstmal fertig. Wenn ich jetzt später diese Vorlage schließe, dann fragt er mich wieder, ob ich die speichern will. Natürlich will ich die speichern, weil ich will sie nicht verlieren. Und ich will jetzt mal hier einen Lieferantenbrief Test, den will ich jetzt mal Test nennen, übernehmen. Jetzt ist dieser Lieferantenbrief mit dem, Entschuldigung, ich bin so ein Hirsch, es geht leider der Lieferantenbrief mit dem Briefpapier noch nicht. Es tut mir leid. Sekunde, ich mache jetzt das gleich wieder rückgängig, indem ich jetzt mal einen normalen Serienbrief nehme. Der geht erst in 2 Wochen. Also, ich nehme jetzt einen normalen Serienbrief, klicke auf Bearbeiten, lösche hier alle Elemente raus, müssen wir das Ganze nochmal machen, denn auch hier müssen wir dieses Objekt Serienbrief jetzt mit dem Briefpapier verbinden. Dann gehe ich auf Projekt, Bausteine, wähle einen neuen Baustein, wähle wieder dieses Briefpapier hier, okay, und nochmal okay, schließe den Designer, die Änderung, jawohl, die will ich speichern, und jetzt schauen Sie mal, das ist, hat mir vorher noch gefehlt, jetzt kann ich einen Brief, Serienbrief Namen vergeben, und an dieser Stelle hier kann ich jetzt eben einschalten, dass diese Vorlage mit dass diese Vorlage eben mit einer bestimmten Briefpapiervorlage verbunden wird. Und wenn ich mehrere Briefpapiere habe, kann ich mir das dann hier aussuchen. Übernehmen. So, und jetzt habe ich meinen Serienbrief erstellt. Und jetzt schauen wir mal, wie der ausschaut. Wenn ich den doppelklicken würde, würde ich den jetzt mal in der Vorschau sehen. Und natürlich steht jetzt mal hier nur eben das Briefpapier drin. So wird das dann eben mal nur dieses Briefpapier später aussehen. Ich finde, dass das eine ganz feine Sache ist, richtig? Und ich verspreche Ihnen, das Briefpapier hilft unendlich viel weiter. Wir haben Vereine, die seit 2008 mit NetXP, also inzwischen seit 8 Jahren oder fast schon 9 Jahren, mit NetXP-Vereinen arbeiten. Und die haben stellenweise 300, 400, 500 Briefvorlagen drin, denn so viele Serienbriefe wurden schon erstellt und die hätten fast geweint, als sie das gesehen haben, dass das jetzt geht, und da kann man sich ungefähr vorstellen, wie wichtig es ihnen war. Also im Endeffekt ist das quasi eine Variable, die ein quasi das Ganze quasi schon vorher abspeichert und die ich dann quasi innerhalb der Serienbrieffunktion quasi immer wieder mit aufrufe. Ganz genau richtig. Ganz genau so ist es. Es ist wie eine Variable zu betrachten. Wenn ich jetzt, schauen Sie mal, wenn ich jetzt später, wenn sich jetzt später dieses Briefpapier ändert, da oben zum Beispiel, ich ändere jetzt das Briefpapier. Stellen Sie sich vor, dieses Briefpapier ist jetzt Grundlage von 500 Vorlagen. Und ich ändere das und sage, im Verein ist beschlossen worden, dass das Logo jetzt nach rechts rutscht. Sag speichern, schließen und übernehmen. Und wenn ich mir jetzt diesen Serienbrief Schulung ansehe, dann werden Sie sehen, ist also dieses Logo jetzt auf der rechten Seite. Okay. Ja.
Ich habe das heute ja nun schon verwendet. Wir haben ja heute die Jahreshauptversammlungsschreiben ausgedruckt. Und da war ja das Problem gewesen, dass anscheinend die Bilddatei, die ich oben rechts eingebaut hatte, wohl irgendwie über den Rand gegangen ist oder über den Druckbereich. Und dann hat er mir eine zweite leere Seite ausgeschmissen. Richtig, genau. Das weiß Ja, ich und noch, das das war aber hier Problem. nicht. Zu dem Thema kommen wir jetzt dann gleich, denn im nächsten Okay. Webinar heute nehmen wir uns ja dann eben eine einseitige Serienbriefvorlage und dann werden wir versuchen, ob wir diesen Fehler auch nachstellen können. Und dann zeige Ja, ich es Ihnen, gut. dann Also ich werden habe. Sie wahrscheinlich sagen, das ist ganz einfach und völlig verständlich. Ja, Sie haben vorhin einfach das Bild rausgenommen, damit war das Problem gelöst, aber das war nicht das, was ich wollte. Und ich habe dann nochmal rumexperimentiert, ich habe es dann hinbekommen. Aber gut, gehen wir es durch, dann wird es vertieft bei mir. Genau, okay. Also, gibt es sonst noch Fragen zu diesem Briefpapier jetzt erstmal? Die Position für die E-Post oder so, die kann man nicht irgendwie festlegen, ne? Die Position für die E-Post, doch, es gibt ja eine Serienbriefvorlage E-Post. Habe ich aber mein Briefpapier noch nicht. Als Briefpapier. Doch, das könnte man schon machen, natürlich. Hier kann man das auch machen. Also ich kann natürlich auch im Briefpapier, muss ich mal ganz kurz überlegen, nein, Entschuldigung, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ob das auch wirklich geht. Also ich kann hier, ich könnte theoretisch, jetzt muss ich mal schnell überlegen, wenn ich jetzt hier unten zum Beispiel ein Textfeld einfüge, hoppla, ich will hier eine Variable und das geht natürlich nicht, weil ich hier von hier aus nicht auf die Mitglieder Zugriff habe. Das geht nicht, ne? Weil wenn ich sowas mache, dann mache ich es gleich auch für die E-Posten als Briefpapier, ne? Ja, Mitgliedsdaten.vorname geht nicht. Also ich, was man natürlich machen könnte an der Stelle hier, das wäre, dass man sich also jetzt eventuell, macht man denn da? Ja, tatsächlich jetzt, nein, es geht nicht. Es tut mir leid, Herr Lückemeier, es geht nicht. Ja. Denn ich könnte mir jetzt da schon ein Objekt herziehen, aber das hilft mir nichts, weil ich muss ja das später, ich kann nicht im Brief, ich kann das vom Serienbrief aus und aufrufen und dann hier die Variablen reinsetzen. Ich kann dann immer das Textfeld machen, Nein, an es der geht nicht, ja. richtigen Position. Nein, es geht noch nicht, ja. Und aus diesem Grund, wie gesagt, gibt es eben auch diese Serienbriefvorlage. Sekunde, es gibt natürlich genau aus diesem Grund eben unsere Serienbriefvorlage E-Post. Also Serienbrief E-Post-Basis, die eben das schon eingestellt und gesperrt hat. Also hier stimmen die. Speichern Sie die mal. Braucht er noch ein Briefpapier? Weil dann wird es ja wieder Sinn machen. Ja, sicher. Wenn ich die jetzt speichere, dann würde mich jetzt natürlich noch ein Briefpapier fragen. Ist ja klar. Dann ist es ja wurscht. Dann brauche ich es ja doch nicht. Das habe ich gemeint vorher, ja, genau. Also, dann würde ich sagen, macht man jetzt oder unterbrecht man das oder brecht man das oder finalisieren wir das Ganze und dann hören wir uns sofort wieder. Bis gleich.